Kleine und große, einfarbige und bunte. Im Museum von Monika Nusser in Nesselwang gibt es Ostereier in allen Varianten. Über 2500 Exemplare sind es insgesamt. Vor mehr als 34 Jahren hat Monika Nusser mit dem Sammeln begonnen. Die 66-Jährige erinnert sich noch gut daran, wie alles angefangen hat. Eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Meine älteste Schwester hat mir ein Ei geschenkt und da ist die ganze Familie von mir drauf. Mit Kindern, Katzen, Pferd, alles war drauf auf dem Ei. Und dann habe ich eigentlich erst mal so die Neugierde aufs Ei bekommen und bin auf verschiedene Eiermärkte und habe dann selber auch was probiert. Und so ging es los. Erst natürlich in Kisten Kartons und irgendwann entstand dann das Museum. Peu à peu wuchs das Museum schließlich heran. Ausgestellt werden ausschließlich Natureier. Sie alle sind im Besitz von Monika Nusser. Sie hat sie nach und nach auf der ganzen Welt gekauft oder geschenkt bekommen. Jedes einzelne ihrer Eier ist einzigartig, ein filigranes Kunstwerk in sich. Und trotz der großen Anzahl an Ostereiern gibt es einzelne Lieblingsstücke. Ganz besonders lieb ich das letzte Abendmahl von nach Leonardo da Vinci, das ist hervorragend, an die Kreuzwegstation mit den 14 Gänseeiern und dann auch ganz profane Eier, wo lauter Spatzen auf dem Ast sitzen und zwitschern, ist auch ganz lustig. Also es gibt in jeder Vitrine irgendwo ein Lieblingsei. Der Reiz liegt also in der Vielfalt. Auch die Motive und Techniken sind ganz unterschiedlich. Und jedes Jahr kommen weitere Ostereier hinzu. Ein paar von ihnen gestaltet Monika Nusser selbst. Jedes Ei, das die 66-Jährige zu Hause im Haushalt gebraucht, wird vorher von ihr professionell ausgeblasen und dann meist auch verziert. Die Ursprünge der Eier sind dabei breit gefächert. Viele Tiergattungen sind hier schon mit dabei. Von Kanarienvögel, Zebrafinken, die auch noch bemalt sind oder auch beschrieben sind. Da ist da drin ein ganz kleines Ei, ich glaube ein Taubenei ist es. Und da ist das ganze Vaterunser draufgeschrieben, in Kreuzform auch noch. Und das Größte ist natürlich der Strauß, wobei der Strauß natürlich auch schon eine gewaltige Fläche ist, die man dann bemalen oder verzieren muss oder auch bohren oder fräsen kann. Also es sind eigentlich alle Arten, Pute, Ente, Gans, Hühner, Wachtel, alles ist machbar mit den Eiern. Die Schalen sind eigentlich generell alle sehr gut zum Bearbeiten. Bearbeitet werden die Eier sehr unterschiedlich. Sie sind geritzt, geätzt, bemalt, beklebt oder bestickt. Und ob mit Bohrer, Pinsel oder Klebstoff, jeder Künstler hat seine ganz eigene Lieblingstechnik. Auch bei Monika Nusser ist das so. Sie hat sich im Laufe der Jahre gleich mehrere Methoden angeeignet. Zum einen aufsägen und einrichten mit netten alten Albumbildchen, das mache ich sehr, sehr gern. Oder auch diese mit den alten Briefen von meinem Schwiegervater. Ja. Und die werden dann auf ein Ei aufgeklebt und man kann sie auch wieder aufsägen oder man kann sie dann so einrichten mit so auch so kleine Bildchen, so typische Ostermotive. Das ist also so meine. Und wie gesagt, das Äzen und Bohren, das mache ich auch sehr gern. Aber es ist natürlich sehr aufwendig, zeitaufwendig und man braucht eine sehr ruhige Hand. Bis zu 3 Tagen sitzt Monika Nusser manchmal an einem Ei. Und auch die Werke der anderen Künstler sind oftmals sehr aufwendig gestaltet. Bei den Motiven spielt das Thema Ostern häufig die zentrale Rolle. Die Auferstehung Jesu Christi, dargestellt auf wenigen Zentimetern. Das Ei ist ja eigentlich auch Zeichen der Fruchtbarkeit und ohne Ei kein Leben. Und das Aufbrechen des Eis, wenn dann praktisch auch ein Küken rausschlüpft, ist ja wieder neues Leben und das gehört einfach zu Ostern dazu. Und Ostern hat man immer schon Eier bemalt oder verziert und sich daran erfreut. Aber natürlich auch die ganze Karwoche mit den Palmbuschen zum Beispiel oder mit den Beichtzetteln, das gehört für mich auch zu den Eiern dazu. Ich sehe die Eier nicht jetzt als Kunstwerke, sondern als Teil der österlichen Botschaft insgesamt. Die symbolische Bedeutung und die christliche Tradition der Ostereier, das steht in diesem Museum also ebenfalls im Mittelpunkt. Außerdem sind es viele Anekdoten, die die einzelnen Eier zu etwas ganz Besonderem machen. Das kleine Bildle habe ich draußen am Gehsteig am Boden liegen sehen und habe es dann aufgehoben, habe es so betrachtet, habe mir gedacht, oh, das ist ein wunderschönes Ostermotiv. Und habe dann eine Münchner Künstlerin, die ich persönlich kenne,
angerufen, ob sie mir sowas auf ein Ei drauf malt. Dann hat sie gesagt, ja, ich soll es ihr schicken und am besten gleich ein Straußenei, dann macht sie das. Und nach 3 oder 4 Wochen kam dann das Ei mit dem Bildchen zurück und es ist wirklich original auf dem Ei drauf. Und das hat mich sehr, sehr gefreut und an dem freue ich mich jeden Tag immer wieder, wenn ich es sehe. Es sind diese kleinen Geschichten, die Leidenschaft der Sammlerin und natürlich die vielfältigen Eier selbst, die das Ostereiermuseum in Nesselwang zu etwas ganz Besonderem machen.